Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Play Harry Potter Hogwarts Mystery mit mir, dem Ducky LP, hier in diesem wunderschönen eingerichteten Gemeinschaftsraum anlässlich des einjährigen Geburtstags von Hogwarts Mystery. Ja, tatsächlich. Und als Geburtstagsgeschenk haben wir einen ekelhaften, ätzenden Strieler hier reingesetzt bekommen. Hogwarts Mystery, du weißt, wie du deine Leute fesseln kannst. Auf jeden Fall tolle Sache. Wir werden heute endlich mit der Nebenquest abschließen, hoffe ich zumindest, weil wir gucken da mal gerade ganz kurz drauf. Wir haben noch eine beziehungsweise noch eine Aufgabe hier in diesem dritten Kapitel und danach kommt das letzte Kapitel, das vierte, und ich denke schon, dass wir das heute schaffen sollten. Also ich hoffe es zumindest, weil wir haben letzte Folge etwas sehr Kurioses herausgefunden. Wer die letzte Folge gesehen hat, weiß, was ich damit meine. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, denn diesmal werde ich das auf jeden Fall herausfinden. Und ja, wir drücken mal hier auf Weiter und los geht's, Leute. Wir müssen uns wohl ein Duell gegen Merula liefern. Ah, ja. Bisher war das ja immer von Erfolg gekrönt. Los geht's. So, mit Merula treffen. Wir treffen uns auf dem Trainingsgelände, Granger. Ich habe große Pläne. Los geht's, okay. Ja, wenn sie sagt, sie hat große Pläne, dann heißt das bestimmt was. Das ist ein großer Niffler. Das ist ein fucking großer, süßer Niffler, Leute. Schielig? Ich weiß es nicht. Aber das ist ein fucking großer Niffler. Glaubt ihr das? Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht, Leute. Es ist ein riesiger Niffler und er ist unglaublich süß. Oh mein Gott, wenn der gleich klatscht, Leute, oder irgendwelche Sachen macht, dann kriege ich den Cuteness-Anfall des Jahrtausends. Oh mein Gott, Merula, damit hätte ich nie gerechnet. Und das ist definitiv neu, das kenne ich noch nicht. Hallo, Barnaby. Ich wusste immer, dass dieser Tag kommen würde. Ja, dass die Tierwesen dich ermorden und überfallen, weil sie größer werden als du. Ja, das wusste ich auch, Barnaby. Hallo, Lizard. So werden Träume wahr. Ja, das sehe ich auch so, Lizard. Oh mein Gott. Das ist wunderbar. Merula, das ist die erste gute Tat in deinem Leben. Ich hab dir doch gesagt, dass ich etwas Großes plane, Granger. Du hast den Niffler riesengroß gemacht. Das ist lächerlich. Lächerlich toll. Tschick, tschick, schnürch. Oh Gott, Leute. Ich sterbe gerade, ey. Ich habe die Idee von Barnaby gestohlen. Es ist die beste Idee, die er je hatte. Obwohl das eigentlich nicht viel heißt. Normalerweise halte ich nichts davon, wenn meine Pläne so niedlich sind. Aber denk nur an all den Schaden, den ein riesengroßer Niffler anrichten könnte. Wenn sich das Licht auf eine bestimmte Art in den Fenstern spiegelt, könnte er das gesamte Schloss vernichten. Und jeder wird dir und deinen kreaturliebenden Freunden die Schuld geben. Ich muss ihn wieder aus eine normale Größe schrumpfen. Und oh mein Gott, habe ich Dumbledore letzte Folge gesagt, dass ich zuständig für dieses Chaos bin? Das war keine gute Idee. Das kann ich nicht zulassen, Granger. Wie willst du mich aufhalten, Merula? Flipendo. Aua, du Arschkuh. Ich werde dich zur Gehorsamkeit prügeln. Oh, Schlägerei, Schlägerei, Schlägerei. So, oh Gott, und da steht einfach ein riesiger Niffler neben ihr. Ich glaub's nicht, Leute, das ist so cool. Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass wir jetzt gegen Merula gewinnen, denn sonst habe ich echt ein dezentes Problem. Und Merula ist leider auch geistig ein bisschen abwesend, weil sie sich auch einen Heiltrank gibt, obwohl sie alles Leben hat. Merula, du bist auf jeden Fall schlau. So, na gut, Heilung für 2 Runden, das ist dann okay. Angriff. Ach komm schon, nimm doch nicht schon wieder Heilung, Merula. Aua. Mano, hoffentlich... Ach scheiße, jetzt brenne ich auch noch eine Runde lang, das ist nicht gut. Ich nehme nochmal das. Ach komm schon, ist das ihr Ernst? Seit wann geht Merula denn so auf Heilung? Das habe ich auch noch nie erlebt bei ihr. Ja, okay, sie hat jetzt 3-mal hintereinander Heilung genommen. Wenn sie jetzt nochmal Heilung nimmt, dann, ja, weiß ich auch nicht mehr weiter, Leute. Wir versuchen unser Glück nochmal mit Angriff. Ja, war klar. Also bei 3-mal Heilung hätte es mich jetzt auch echt gewundert. So, jetzt kriegt sie erstmal schön Depulso ins Fressbrett.
Ne, Merula, jetzt lernst du mich aber kennen hier. So, über die Hälfte hat sie ein Leben verloren, aber jetzt kriegt sie nochmal einen guten Schlag wieder. So, wird sie jetzt... sie nimmt Angriff. Also hat sie dreimal Heilung, einmal Angriff, einmal hinterhältig und einmal Angriff genommen. Dann nehmen wir nochmal Angriff und sie nimmt wieder hinterhältig, Leute. Okay, also ich mache jetzt nur einmal die Pulse und danach wird sie bestimmt wieder Heilung nehmen. Dann nehme ich hinterhältig und dann habe ich gewonnen. Also zumindest in der Theorie. So, der Pulse nochmal. Ach, nee, das hat ihr sogar alles abgezogen. Ja, moin, geht auch. So, einsammeln. Verabschiede dich von deinem riesengroßen Niffler, Merula. Der gehört jetzt mir. Du bist ein Spielverderber, Granger. Oh nein, nicht klein machen, Daniel. Was für eine Scheiße. Du bist echt ein Spielverderber. Lass den doch so groß. Och, Manno. Das will ich jetzt nicht. Reduxio. Mann, ey. Oh, er war so groß auch süß. Wenn du versuchst, mir Ärger einzuhandeln, sorge ich dafür, dass dein Freund Hagrid stattdessen bestraft wird. Dumbledore über Merulas Taten aufklären? Niemand von Merulas Taten erzählen. Nö, also weil ich heute den Kopf für Kesselbrand und Hagrid hingehalten habe, können die jetzt nicht von mir verlangen, dass ich meinen Kopf auch noch für Merula hinhalte. Du hättest uns alle töten können. Ich erzähle Dumbledore, was du getan hast, Merula. Und wenn Hagrid bestraft wird, sag ich ihm, dass es deine Schuld ist. Ich muss die anderen magischen Geschöpfe finden. Ja, das ist das beste Argument auf diesen Kommentar, ja. Okay, damit haben wir Teil 3 abgeschlossen und kriegen nochmal 5 Edelsteine. Nice. Und jetzt kommen wir zum sagenumwogenen Kapitel 4. Oder Teil 4 besser gesagt. Hagrid, Kesselbrand und Amos brauchen deine Hilfe mit der majestätischsten Kreatur von allen. Superlativ, Leute. Wenn du Glück hast, kannst du vielleicht durch die Lüfte fliegen. Oh mein Gott, Leute. Aber Moment mal. Warum wird Hagrid Kesselbrand... Warum wird Nachname, Nachname und dann bei ihm Vorname genannt? Das weiß auch keiner so genau. Starten. So. Wollen wir uns nicht lange wollen wir uns nicht lange aufhalten lassen? Das wollte ich eigentlich sagen, Leute. Mit Amos treffen. Wir treffen uns im Innenhof. Wir haben ein Mörtlab-Problem. Okay, ja, wir schauen nochmal gerade auf die Liste. Wir müssen insgesamt also noch 4 Aufgaben erledigen. Dafür kriegen wir dann rote Bücher. Und ich hoffe, viele. Los geht's, Leute. So, einige Leute, die wieder hier am Start sind. Okay. Hallo, Ismelda. Diese Dinger sind hässlich. Ja, Ismelda, also... Spiegel würde dir eventuell auch mal gut tun. Hallo, Tulip. Hol mir ein paar dieser Tentakel, wenn's geht. Sie stärken die Widerstandskraft gegen Flüche. Okay, hallo Ben. Ich schwöre, dass etwas Riesengroßes da oben umhergeflogen ist. Ja, vielleicht ein Drache, der dich töten will, Ben. Hoffen wir's mal. So, ist hier noch jemand? Nö, keiner, der mit mir reden will. Hallo Amos. Danke fürs Kommen, Mr. Granger. Ich habe etwas mehr Hilfe nötig. Ich denke, es ist wenig überraschend, dass sich mehr Wesen wie Mörtlabs auf dem Weg zum Brunnen machen. Ich nehme an, dass sie verstehen, warum diese Situation gefährlicher ist, als sie aussieht. Ihre Haut ist giftig, ihr Biss ist gefährlich, ihre Tentakel sind verflucht. Ja, wie wir wissen aus Fantastic Beasts 1, ihr Biss ist gefährlich. Ihr Biss ist gefährlich, besonders für Muggel. Richtig, ich sorge dafür, dass Professor Kesselbrand 5 Punkte an Hufflepuff vergibt. Helfen Sie mir beim Einfangen, bevor Sie einen Ihrer Schulkameraden beißen. Also bei 2 Kameraden wäre das nicht so schlimm, ehrlich gesagt, aber okay. Oh, nur eine Stunde, gerne. So. Ja, also Leute, ich werde es wahrscheinlich nicht ganz heute mit dem Event schaffen. Ich glaube, das war ein bisschen übertrieben, weil wir sind jetzt schon bei 10 Minuten und wir müssen ja noch 4 Aufgaben von diesem Event schaffen. Ich glaube, das könnte eng werden. Aber ich glaube, wir könnten am Ende der Folge vielleicht nochmal die Hauptstory weitermachen. Weil ich meine, wir waren jetzt seit 3 Folgen da gar nicht mehr dabei und die muss ja auch weitergeführt werden. Wieso juckt meine Nase so? Ah! So, jetzt nicht mehr. So, dann nochmal zuhören. Und ja, jetzt achten wir wieder ein bisschen auf Effizienz. 3 nochmal. Und jetzt brauche ich so 4 oder 5, würde ich sagen. Ja, nehmen wir mal hier die 2. Und... Ja, was nehme ich jetzt? Hier nochmal die 2.
Und nochmal den einen. Und ja, leider geht's nicht so wirklich effizient, oder? Gibt's hier noch irgendwas mit zwei oder so? Zwei. Nee, dann müssen wir leider die drei nehmen, Leute. Schade. So, und die Aufgabe ist geschafft. Dafür kriegen wir wieder ein paar Münzen einsammeln. Gut gemacht, Mr. Granger. Ich kümmere mich jetzt darum. Wie viele Kreaturen sind noch übrig? Nicht viele. Sobald sie Madame Hooch geholfen haben, sind wir beinahe fertig. Wobei soll ich Madame Hooch helfen? Ich war zu eingeschüchtert, um zu kapieren, dass sie abgeraucht ist. Du solltest sie mal auf dem Trainingsgelände sehen. Was? Was ist mit ihr? Ich bin gespannt. Mit Hooch treffen. Wir treffen uns auf dem Trainingsgelände. Ich brauche ihre Unterstützung. Okay, let's go. Scheiße, habe ich gerade let's go gesagt? Ich habe vergeben, Leute. Mist. Naja, ich bin gespannt, was abgeraucht bedeutet. Oh, Schande. Ja, blöd gelaufen, würde ich sagen, Madame Hooch. Na, was geht? Ich nehme an, dass Mr. Diggory sie geschickt hat, um zu helfen. Noch mehr Boat-Truckles? Ich habe schon so viele in der großen Halle eingefangen. Nein, das war Dumbledore, Daniel. Hör auf, fremde Lorbeeren zu ernten. Nun ja, diese hier sitzen nicht gerade an einem Tisch herum, sondern fliegen lieber durch den Himmel. Lol. Ich gehe davon aus, dass sie Besen mögen, weil die sie an Bäume erinnern. Ja, weil wie ihr wisst, Leute, Boat-Truckles sind Zauberstabholzbäume? Das macht keinen Sinn. Boat-Truckles bewachen Zauberstabholzbäume. So, jetzt macht's Sinn, Leute. Es ist mir egal, warum sie meine Besen mögen. Ich will nur, dass sie verschwinden, damit ich meine Besenflugstunde fortsetzen kann. Verstanden. Ich bemühe mich nach Kräften, alle Boat-Truckles wieder einzufangen. Ja, dann probieren wir es mal. 8 Stunden, das war so klar, Leute. Jetzt gegen Ende kommen die nochmal richtig an. Alles klar, let's go. So, ja, Leute, da wird kein Weg dran vorbeiführen. Ich werde jetzt ganz, ganz viele Energiepunkte kaufen, die dann hoffentlich bis zum Ende dieses Events reichen. So, etwas über 100 hebe ich nur auf, falls nur eine Aufgabe freigeschaltet werden muss. Aber naja, hoffen wir mal, dass wir damit klarkommen. So, erstmal zuhören. So, wäre es nicht schlau, die irgendwie erstarren zu lassen, diese Boat-Truckles? Ich meine, ich sitze da und die hüpfen einfach um mich herum. Also wirklich effizient oder wirklich erfolgsversprechend sieht das jetzt nicht aus. Naja, wer weiß. Ich habe ja schon einen Boat-Truckle in meinem Dagi-LP-Streichel-Zoo. Und der ist ganz lieb. Der lässt sich garantiert mit meinen Händen fangen. Also denke ich schon. So, vor allem die anzuklicken ist immer so eine Meisterleistung. Oh je, Leute, meine Energiepunkte, sie schwinden und schwinden und schwinden. So, nochmal hier 5, dann haben wir den zweiten Stern. Ich wünschte, jedes Anklicken wäre mit 5 Energiepunkten, aber dann ging es wesentlich schneller und ich müsste mir nicht immer einen neuen Punkt suchen. Ja, das sind First World Problems, Leute. So, Boat-Truckle Vernunft einreden, umsehen. Dann nochmal zuhören. Und nochmal mit Hut sprechen und ja, dann nochmal den Boat-Truckle sprechen, weil macht Sinn, Leute. So, haben wir es langsam? Boat-Truckle untersuchen. Alter, wir haben nur noch 170 Energiepunkte. Wir haben jetzt gerade insgesamt über 100 verbrauchen wir jetzt insgesamt. Oh oh. Teuer, teuer, teuer auf jeden Fall. Hoffen wir mal, dass die letzte Aufgabe nicht auch eine 8-Stunden-Aufgabe wird. So, dann nochmal zuhören. Und jetzt müssen wir effizient sein. Ah, die 5 sind, glaube ich, ein bisschen zu viel. Nehmen wir erstmal hier die 3. Und jetzt nehmen wir... Oh, den einen. Komm schon. Nein, wir brauchten 2. Haben wir jetzt nur noch 3 und 5 oder was? Ja, nur noch 3 und 5. Ja, dann nehme ich die 3. Schade, Leute. 2 umsonst ausgegeben. Ja... Spiel. Achso, jetzt kommt's. Ja, manchmal braucht es bei den 8-Stunden-Aufgaben immer ein bisschen, weil ich glaube, das Spiel checkt nicht so ganz, dass man das auch in 2 Sekunden durchhauen kann. Gut gemacht. Ich sollte den Rest der Boat-Truckles selbst einfangen können.
Wissen Sie zufällig, was Bowtruckle fressen? Insekten, Blätter, Sandwiches. Bin mir nicht ganz sicher zwischen Insekten und Blätter, aber weil sie auf Bäumen leben, wäre beides möglich. Aber ich glaube eher Blätter, oder? Ich muss mich mal gerade selber dran erinnern. Waren das Blätter oder... Ich nehme mal Blätter, Leute. Weil sie leben ja nur auf ganz bestimmten Bäumen, also gehe ich mal davon aus, dass sie auch nur diese ganz bestimmten Blätter essen können. Würde Sinn machen. Nehmen wir mal Blätter. Ich glaube, sie fressen Blätter. Sie sind ja praktisch... Oh, schade. Nee, dann waren es Insekten. Das kann nicht stimmen. Danke für Ihre Hilfe, Mr. Granger. Gehen Sie und fangen Sie den Rest dieser Kreaturen ein, damit wieder Normalität in Hogwarts einkehrt. Ja, okay. Ey, da ist nur einer frei. Ja, egal. Lassen wir den sich vermehren, dann haben wir morgen das Problem wieder. Mit Hagrid treffen. Komm zu uns in die große Halle, Daniel. Ist das die letzte Aufgabe? Nee, noch nicht ganz. Ja, dann machen wir die noch eben. Let's go, Leute. So, in die große Halle und mit Hagrid treffen. Okay, also hier sieht wieder alles ganz normal aus. Keine Tierwesen, außer Filch und... Rowan ist auch nicht da. Sehr gut. Okay, hallo Filch. Dreckige Feuerkrabben. Okay, ja, ja. Diese Geschöpfe sind hoffentlich schlau genug, sich an meiner Bibliothek fernzuhalten. Ja, denke ich schon. Hallo, Mrs. Norris. Fauch! Ja, gut. Hallo Hagrid, irgendwie will hier jeder mit mir reden, aber nichts Produktives kommt dabei rum. Danke, dass du gekommen bist, Daniel. Wir brauchen Ihre Hilfe, um das letzte Geschöpf zu fangen. Die gefährlichste Kreatur von allen. Ein Hippogreif. Oh, Leute, es wird so spannend. Ich weiß fast nichts über Hippogreifs. Wir erzählen dir alles, was du wissen musst. Okay, ja, das ist die vorletzte Aufgabe, Leute. 3 Stunden. Yo, let's go. So. Ja, dann hoffen wir mal, dass wir das jetzt schnell durchbekommen, Leute. Weil dann werden wir nächste Folge das Finale sehen von diesem Event. Ich heb mir das absichtlich für die nächste Folge auf, weil, ja, es ist ein cooler Cliffhanger. Und außerdem bin ich selber sehr gespannt auf dieses Ganze. Und will auch das ins Thumbnail packen. Aber gleichzeitig, okay, das ist der wahre Grund, Leute. Ich bin ehrlich zu euch. Der wahre Grund ist der, dass ich in dieser Folge den Riesenniffler ins Thumbnail packen möchte. Und nächste Folge würde ich gerne, ja, das Finale von diesem Event ins Thumbnail packen. Ja, es ist manchmal relativ schwer, in Hogwarts Mystery geile Thumbnails zu finden, wenn man jetzt nicht gerade geile Aufgaben hat. So ein bisschen Insider-Infos mal für euch. Aber umso mehr freue ich mich dann, wenn Aufgaben kommen, wo dann so coole Bilder wie dieser riesige Niffler ist oder sowas in der Art halt zum Beispiel. So, Aufgabe erledigt, oder? Hallo? Ja, dafür kriegen wir wieder ein paar Münzen. Oh, wir sind aktuell bei exakt 30.000. Wow. Und die Sonne ballert wieder übel in mein Gesicht, Leute. Ich glaube, man kann es erkennen. Meinst du wirklich... Ach, das bin ich. Ja, ich kann schon kaum noch was lesen, Leute. Meinst du wirklich, dass ich bereit bin, einen Hippogreif zu zähmen? Vielleicht? Vermutlich. Natürlich. Ich werde mir Mühe geben. Lasst uns einen Hippogreif zähmen. Yeah, juhu. Wir werden sterben. Yeah. Mit Amos treffen, juhu, und sterben, juhu. Wir treffen den Hippogreif auf dem Trainingsgelände. Wir haben den Hippogreif auf dem Trainingsgelände gefunden. Bitte hilf uns umgehend damit. Ja, werden wir auch in der nächsten Folge machen, Leute. Aber in dieser Folge... Warte, braucht das noch ein bisschen? Nee, das können wir direkt machen. Ja, moin, Leute. Da könnten wir eigentlich uns nochmal Energiepunkte kaufen. Wobei, das wird eine 8-Stunden-Aufgabe wahrscheinlich, ne? Nee, ich mach das lieber in der nächsten Folge dann komplett, Leute. Sollen wir jetzt vielleicht noch hier die Aufgabe machen? Ja, kommt, Leute. Die Nebenquest muss ja, beziehungsweise die Hauptquest muss ja auch weitergemacht werden. Let's go. So, Zonkos Scherzartikel laden und hineinspaziert. Boah, diese Sonne, Leute, ey. Ich werde langsam richtig gar im Kopf, ey. Das ist der Wahnsinn. Hallo, Ismelda. Ich mag keine Streiche. Ich komme nur gelegentlich hierher. Alles klar, das wusste ich nicht. Hallo, du da?
Ich möchte diese Stinkbombe zurückgeben. Sie riecht zu gut. Okay, hi. Bilton Bims. Willkommen zurück bei Zonko. Ich war die ganze Zeit hier. Glaube ich nicht. Hallo, Tongs. Danke, dass ihr mich beim Einkaufen begleitet. Ich habe das Gefühl, dass niemand diesen Ort so gut kennt wie ihr. Du brauchst wohl kaum unsere Hilfe, um Unfug anzustellen, Daniel. Genau. Ich bin immer noch davon beeindruckt, dass du im Innenhof Lacanum in Flammari auf Snape gezaubert hast. Dankeschön, schätze ich. Und du wurdest nicht einmal erwischt? Ich bin zu ungeschickt für so einen Trick und würde mich bestimmt erwischen lassen. Außerdem geht das Gerücht um, dass du eine riesige Essensschlacht in der Küche angezettelt hast. Gerücht über mich? Kein Wort von Peeves? Warum möchtest du die Ehre teilen? Ich würde es der ganzen Welt verkünden, wenn ich an so einer Geschichte beteiligt wäre. Was ist mit dir, Daniel? Möchtest du, dass alle Welt oder niemand erfährt, dass du hinter dem Unfug steckst? Ja, können gerne alle wissen. Alle, schätze ich. Ich bin ziemlich stolz darauf, dass ich bei einer der... Ich bin ziemlich stolz darauf, dass ich bei der ganzen Geschichte nicht erwischt wurde. Es geht nur darum, den Porträtfluch zu brechen. Daher heiligt der Zweck wohl die Mittel. Ich bin auch stolz auf dich. Halten Sie etwas Abstand zu der Vitrine mit den nasenbeißenden Tassen, Miss Tongs. Sie haben sie schon zweimal umgeworfen. Sie ist schon zweimal umgefallen, während ich in der Nähe war. Wie wäre es, wenn wir uns auf unseren Einkauf konzentrieren? Ich brauche etwas, womit ich Chaos im Bad verbreiten kann. Ja, dann los geht's, Leute. Let's go! Oh, ich hab's schon wieder gesagt. So, ja. In der Hoffnung, dass wir jetzt einigermaßen klarkommen mit den letzten Energiepunkten, aber bei einer 3-Stunden-Aufgabe werden 80 Energiepunkte bei weitem reichen. So, nochmal hinterfragen. Und übrigens, Leute, ich glaube, das ist sogar die letzte Aufgabe von dem aktuellen Kapitel, wenn ich mich nicht recht täusche. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine schon. Ich habe vorhin nicht genau geguckt. Aber wenn eben so ist, dann haben wir ab nächster Folge wieder neue Lektionen und wieder eine neue Hauptquest. Und ich bin gespannt, ob die... ja, genauso spannend ist wie die letzten. Wobei ich die ganz letzte, also die wir gerade noch machen, nicht ganz so spannend fand. Also meine mein Lieblingskapitel in diesem Schuljahr war vor allem das mit den unverzeihlichen Flüchen, mit Ragpick vor allem und mit Peter Pettigrew. Ich glaube, die fand ich mit am besten. Ja, könnt ihr auch gerne mal schreiben, was ihr als bestes Kapitel erachtet. Ihr habt ja jetzt, denke ich mal, auch alle mitverfolgt. Wenn ihr mein Let's Play guckt, dann könnt ihr ja gerne mal schreiben, welches ihr am besten fandet. So, nochmal konzentrieren. Und ja, dann halt nochmal planen. Und damit haben wir die Aufgabe geschafft. So, einsammeln. Okay, ich habe so viel Froschleichseife gekauft, wie ich konnte. Wir sollten wohl nach Hogwarts zurückkehren und noch mehr Unheil anrichten. Das ist das Beste, was du je gesagt hast. Aber Peeves erwartet einen gigantischen Streich von mir. Meint ihr, die Froschleichseife reicht ihm? Ja, das funktioniert bestimmt. Manchmal ist die offensichtlichste Lösung auch die beste Lösung. Manchmal ist die verdächtigste Person, die eine nasenbeißende Tasse umgestoßen hat, auch tatsächlich verantwortlich. Ich glaube, es ist an der Zeit zu gehen. Vielen Dank, Bilton. Viel Glück mit euren nächsten Streichen. Sollte ich mir diesen Plan noch einmal überlegen? Auf keinen Fall. Außerdem geht es bei deinem Plan nicht so sehr darum, was du im Bad anstellen wirst, sondern wer das bemitleidenswerte Ziel deines Streiches wird. Ja, das stimmt allerdings. Bin ich auch mal sehr gespannt. Und nee, jetzt kommt die letzte Aufgabe vom Kapitel, Leute. Einen Streich spielen. Ich kann es kaum erwarten, deinen Streich im Vertrauensschülerbad zu sehen. Komm schnell. Ja, Bill, ich komme auf jeden Fall. Aber Leute, ihr seht's, das ist die letzte Aufgabe von Kapitel 22. Und das werden wir dann auch sehr wahrscheinlich in der nächsten Folge beenden. Ich hab's auf jeden Fall vor. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr damit dabei seid, wenn wir die Nebenquest und dieses Kapitel gleichzeitig in einer Folge abschließen werden. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, seid am Samstag um 14 Uhr am Start. Und ja, lasst mir auch gerne einen Daumen nach oben da. Checkt die anderen Videos hier an der Seite ab. Sagt der Sonne mal, sie soll sich verpissen.
und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.